Da haben wir Frau Obrist, die unsere Klasse vorscheint. Und da ist unsere Klasse und das da ist der Fiegebaum vor der Klasse. Und jetzt starten wir. Radtour geht los. Nach einer guten halben Stunde sind wir jetzt beim Wolfgang Czerlener in Cluse angekommen, vor allem mit dem Rad umgefahren. Und er ist der Regisseur vom Vorarlberger Filmteam Ogerblick und erzählt uns einiges über das Filmemachen. Und wie wir jetzt da durchgewandert sind, zu uns her da, könnten wir eigentlich auch schon wieder eine Geschichte erzählen. Begegnungen, die wir gehabt haben, Schwierigkeiten und genauso läuft es dann auch im Film. Premierenpublikum, der kommt gerade raus aus dem Film Salziges Wasser von Albert Produktion. Und wir schauen gleich mal, ob wir ein paar verwischen können, die uns etwas vielleicht sagen möchten. Haben wir gerade jemanden, der uns etwas sagen möchte über den Film? Ja, wir haben jetzt Frau Mottmann, also da wäre jetzt mal Annika und Helena. Annika, wie hat dir der Film Salziges Wasser, die Kindergeschichte mit der Träume so gefallen? Voll gut, es hat voll gut gepasst. Und wir haben geschaut auf die Effekte. Aha, du hast auf die Effekte geschaut. Ja. Hast du schon darüber nachgedacht, wie hat man das filmisch gemacht? Ja. Hast du das überlegt? Okay, gut. Und Elena, wie hat es dir gefallen? Voll gut. Schicht, ja. Dass die Vögel da, die haben auf ein cooles Auto und in die Luft gesprengt und so. Ah, das ist jetzt gerade kurz in der Vorgesehen, ja. Schräge Vögel. Gell, machen einen Film, genau. Ja. Dann haben wir noch einen Zeichentrickfilm angeschaut, nämlich Fini und Tini. Ja, ist da vor allem der Schluss ist ziemlich gemein, nicht da? Mhm. Wie ist denn der Schluss ausgegangen? Dann hat man den Hund rausgekaut. Und der ist ja schuldig gewesen. Nein. Gerne, gell? Ja, genau. Zum Salziges Wasser, zum Film, wo über den Stuhl geht. Wissen die gleich, was uns der Film eigentlich sagen will? Dass er Zielerreicher kann, ja. Und die meisten haben noch gemeint, dass, also die Kinder haben gemeint, dass es Meerwasser nicht salzig ist. Nicht salzig, haben sie gerne gewusst, ja. Ja, genau.
Und eigentlich das Wichtigste ist wirklich mit dem Ziel erreichen, so, wir haben es eher so mit einer Träume, was schon im Leben so was von dir so vorgestellt, was ich denke, das möchten wir erreichen. Du bist der hast schon Auftritt in Karls, gell? Und denke, du bist ja auch ein super Sportlerin, ja. Eine super Turnerin. Und da hast du auch Vorstellungen, wo du denkst, du möchtest einmal erleben und so was. Ja. Und was möchte man mit unseren Träumen machen? Wir möchten es probieren. Ja. Ja. Okay, danke. Ja.